Mein Traumberuf ist erstens werden. Ich werde später Programmierer werden. Ich will Chemie studieren. And I want to become a dentist. Und ich möchte gerne Politiker werden. Als im Jahr 2015 klar war, da kommen sehr viele junge Menschen, die Unterstützung suchen und brauchen. Sei es durch Sprache, aber auch, weil sie einfach erfahren wollten, wie funktioniert denn Schule in diesem Land. Und wir als Kinderbüro haben uns gedacht, wir können da auch ein Stück Hilfe anbieten. Hallo Arthur, servus. Servus. Das Schöne am Uniclub war, dass ich Freunde gefunden habe und immer wieder neue Menschen kennengelernt habe. Und natürlich auch die Exkursionen, Workshops, die waren auch lustig. Es ist ein bisschen unlogisch an dieser Stelle. Was wolltest du da genau sagen damit? Etwas aufzubauen oder was zu machen? Okay. Also der Uniclub ist ein Bildungsprojekt für Jugendliche mit anderer Erstsprache als Deutsch, also für Jugendliche mit Migrations- oder Fluchterfahrung. Und es geht primär um Jugendliche, die auf dem Weg zur Matura sind. Genau, Luftwiderstand oder? Allein ist anstrengend, ja, weil es ist durchaus nicht meine Muttersprache. Und ja, ich habe auch natürlich andere Sprachen in der Schule, die ich nicht so gut kann. Und da gibt es Studenten, die mir helfen. Ja. Ich studiere Mathe und Physik auf Lehramt und bin zum Uniclub gekommen, auch über die Universität, über ein Proseminar bei der Eva Vetter. Und bin sozusagen im Zuge von diesem Proseminar im Praktikum hier gelandet und sehr glücklich darüber. Die rote plus die blaue müsste die grüne sein, oder? Letztlich haben wir hier am Zentrum für Lehrerinnenbildung sehr viele Studierende, die lernen zu lehren. Und ja, wäre doch schön, wenn unsere Studierenden da mitmachen könnten, weil das ja gleichzeitig auch etwas ist, wo sie ihr Wissen einbringen können, wo sie Angebote schaffen können. Wenn ihr was machen wollt für die Jugendlichen, dann machen wir einfach mit und so hat es begonnen. Dass ihr nochmal kurz drüber nachdenkt, was findet ihr speziell am Uniclub? Diese freie Lernatmosphäre und dieses wirklich gut aufeinander schauen. Die Motivation, mit der die Jugendlichen reinkommen. Und es ist irgendwie schön, so über die Zeit mitzukriegen, wie sie die Jugendlichen weiterentwickeln und auch so, irgendwann weiß man dann Bescheid, okay, letzte Woche war Englischschularbeit, wie ist da gegangen, man kann nachfragen und das ist voll schön. Und es waren jetzt ja schon viele Studierende dort und haben das erleben können. Wie gesagt, 400, das finde ich ganz toll. Ja. Man kann dann, was so klein beginnt, gell, nach einigen Jahren, kann man eigentlich einen großen Prozess in Gang setzen. Der Schmetterling, oder? Wie kann ich das sagen? Es ist einfach cool, wenn wir alle dabei miteinander sind. Und ja, immer, always.